Das sexy Lady ist, die hier die Männer reinlocken. Also bei sowas aufpassen. Hallo! Thank you so much, ja. Den Bettler wieder. Den muss man einfach ignorieren, weil das ist so arg. Jeder will Geld hier von einem. Den habe ich auch zufällig getroffen, den Kurt Kass. Ne? Ja, hallo zusammen. Heute verlasse ich Kambodscha und gehe nach Phnom Penh, die Hauptstadt von Kambodscha. Ich habe mir vom Hotel ein Minivan buchen lassen, der kostet 8 Dollar. Der holt mich hier ab heute im Hotel. Straßen sollen besser sein angeblich, weil der Highway ausgebaut ist. Ja, nicht so wie wo ich hierher gefahren bin. Habt ihr ja im letzten Video gesehen. Oh mein Gott. Naja, mal gespannt. Gepackt habe ich auch schon. Ja, soweit. Wichtig immer diesmal Versorgung, ja, für unterwegs. Weil das geht ungefähr 3 Stunden, glaube ich, die Fahrt. Genau, und dann nehme ich euch heute mit. Bis gleich. Jetzt steige ich im Bus ein. Jetzt ist er gekommen. Das ist der Minivan. Hello. Oh, was ist da? Ab geht die Fahrt. Ja, macht der Dude, ob es Probleme gibt. Everything good? Good? Ja, die Kleinen spielen auch schon alle am Handy rum. Die haben zwar kein Geld hier, aber Handy haben sie alle. Die Straße zwischen Tschernobyl und Kampot ist die einzig schlimme Straße noch in ganz Kambodscha. Weil irgendwie hier einmal im Jahr eine Firma kommt und die nicht richtig ausbaut. Die klatschen irgendwie nur Beton drauf und dann kommt immer die Überflutung oder spült das Wasser natürlich immer wieder die Straße weg, ja. Und die ganzen anderen Straßen, die guten Straßen hier, die sind von den Chinesen meistens gebaut. Die untergraben die richtig, unterfüttern die. Ich habe jetzt keine Ahnung vom Straßenbau, aber irgendwie so und deshalb halten die auch so lang. Angekommen zu sein. Das ist die Bus Station. Bus Station, okay. Ich verstehe mich richtig. Ja. Das ist jetzt mein Tuk-Tuk. Hier vorne. Der wollte 4 Dollar. Da habe ich gleich mal gehandelt. Die Hälfte runter 2 Dollar. Ja, 4 Dollar ist ja komplett Wucher. Und das ist nicht weit. Ja. Also immer handeln, wie gesagt. Ja, willkommen in Phnom Penh in den Straßen. Also hier ist definitiv voller. Very busy, wie sie alle gesagt haben zu mir. Ja. Und ich soll auf jeden Fall hier aufpassen. Hier ist die Kriminalität höher, obwohl wir jetzt in Asien sind. Die haben gemeint, ja, hier wirst du auch mal abfallen oder die reißen irgendwie die Sachen weg. Manche dramatisieren das. Aber habe ich mir echt gedacht, bin ich jetzt hier in Kolumbien oder bin ich jetzt in Asien? Aber ich bringe auf jeden Fall gesunden Respekt mit. Wie gesagt, ich habe ja auch schon lange jetzt Erfahrung. Man darf da nicht so blauäugig rumlaufen. Welcome to YouTube Channel. Please subscribe. Click the like. Thank you. Also wie ihr seht, echt krass. Das ist, wenn man die ganze Zeit in Siem Reap war oder in den ganz kleinen Städten, es ist schon ein Unterschied hier. Es ist ja fast wie Bangkok. Also natürlich nicht zu vergleichen mit Bangkok, das ist jetzt auch Blödsinn, aber es ist halt eine Großstadt, ja. Das ist schon anders. Paranoia-Tipp für jemand, der das nicht weiß, wenn jemand jetzt so stehen bleibt, ich halte immer meine Sachen fest, weil jederzeit jemand hier kommen kann. Das ist auch in Vietnam sehr beliebt, habe ich schon oft mitbekommen. Ja, und die reißen dann die Sachen hier vom Tuk-Tuk oder vom Moped, whatever, ja. Also ich muss echt aufpassen, auch mit der Kamera und so.
Also gesunder Respekt ist wichtig, ja. Jetzt nicht übelste Paranoia schieben, die ganze Zeit kann mir irgendwas passieren. Und dann hat man ja auch keine Freude. Aber wie gesagt, aufpassen. Und das erste Mal fällt mir hier auch auf, hier hat es Polizei. In Siem Reap, in Kampot oder so, habe ich nie Polizei gesehen, ja. Aber hier stehen die schon mal rum. Also hier auch nicht ohne Helm fahren am besten. Das kann man in anderen Städten ab und zu schon mal machen, aber hier, da wollen sie gleich hier. Zum Thema Polizei, die jetzt hier rumsteht, auch Verkehr regelt. Wie gesagt, das gab es in den anderen Städten gar nicht. Weiß man natürlich jetzt nicht, ist das gut oder ist das schlecht, dass hier so viel Polizei ist. Ne? Jetzt im Hotel angekommen hier und das Coole ist, gegenüber sieht echt schön aus. Also ich gehe jetzt zum Hotel einchecken, dann sehen wir weiter. Ich habe jetzt mal so halbwegs ausgepackt. Ich habe ein sehr einfaches Zimmer erwischt. Naja, was erwartet man bei $40 für 3 Tage, ja? Also Bett, das reicht zum Schlafen. Jetzt kommt jetzt wieder hier das Badezimmer. Ja. Da sage ich mal jetzt gar nichts dazu. Da fehlen ein paar Sachen, da muss ich jetzt nochmal hier nachfragen. Aber egal, bin Schlimmeres gewohnt. Und ich schnappe jetzt hier mein Elefantentäschchen. Und dann geht's los. Ich laufe jetzt mal los vom Hotel. Ich hatte jetzt nochmal so ein Gespräch mit dem Inhaber hier. Hei, was der mir jetzt wieder erzählt hat. Also die Stadt ist schon anders, gell? Also auf jeden Fall mit der Kamera aufpassen. Wie ich es gesagt habe vorhin. Das ist der Clown. Und wichtig noch, Massagesalons. Ich soll in keine Massagesalons gehen, die nur $4-5 kosten, weil hier klauen sie das Geld. Ja, auf jeden Fall nicht in Massagesalons gehen, die so $4-5 kosten, wie gesagt, weil die, wenn du Massage hast, dann stehlen sie dir das Geld. Und sie geben dir vielleicht auch Fake-Geld raus, Monopoly-Geld. Das kann alles passieren. Und auch hier mit den Mieten, mit den Wohnungen soll man aufpassen. Es gibt auch wohl Betrug. Ja, die gucken schon alle hier, wie ich hier rumrenne. Ich fall halt auch wieder auf. Hey, who are you? Naja. Also wie gesagt, ich habe jetzt gesunden Respekt hier. Naja, ich bin ja irgendwie richtig gelaufen. Oder auch nicht, weiß nicht. Hier ist ein Fluss. Ich weiß jetzt aber nicht, wie er heißt. Ja. Muss man natürlich jetzt wieder hier irgendwie über die Straße kommen. Ach gut, ey. Also wenn ihr die anderen Videos kennt, da war der Traffic ja nicht so schlimm, ne? Ah, das ist ja, also, wow. Ich meine, ich war jetzt in Bangkok und in anderen Großstädten der Welt, aber wenn man eine Weile in der Provinz unterwegs war und dann wieder in eine Großstadt kommt, das ist dann schon anders. Vor allem der Vibe ist anders. Also ich fühle mich gleich wieder, also ich bin ja kein Schisser oder so, aber man fühlt sich schon unsicherer dann, ja, also wie gesagt, mehr Respekt haben. Die ganzen Eier hier, Getränke. Wir picknicken sie wieder. Wie gesagt, wenn ich dann jetzt irgendwo ankomme, wie jetzt haben wir, ich weiß nicht, fast 4 Uhr nachmittags, ich laufe dann einfach planlos rum. Ich bleibe dann halt erstmal anfangs in der Area von meinem Hotel, weil heute mache ich eh nicht mehr so viel. Bin auch ein bisschen erkältet von der scheiß Klimaanlage seit ein paar Tagen. Das erwischt mich immer wieder, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat da jemand einen Tipp, warum wenn man das so anfällig ist. Also ich merke, dass ich zum Beispiel keine Vitamine mehr groß genommen habe, Omega-3, Vitamin C, Zink und sowas. Das habe ich mir jetzt wieder besorgt. Das habe ich echt vernachlässigt. Wo ich in Deutschland war, hatte ich das nicht. Da waren alle krank. Das war, wann war ich da? Dezember, Januar. Alle waren krank im Umfeld, ich nicht. Weil ich mir die ganze Zeit, jeden Tag das Zeug eingeballert habe an Vitamine. Und kaum bin ich hier in den warmen Ländern, Klimaanlage, warm, kalt, erwischt mich das immer wieder ab und zu. Naja, muss ich mal beobachten. Eigentlich suche ich ja was zu essen, ich habe Hunger. Ich habe immer Hunger, das ist so furchtbar in den Ländern. Da kriegst du ja immer hier Reis, Hühnchen und so. Und hier isst du ja auch mehrmals am Tag. Ist ja nicht wie in Deutschland, dass du da mal richtig fette Hausmannskost hast und dann bist du satt. Nee, hier hast du nach 1-2 Stunden hast du wieder Hunger und dann musst du wieder was fressen. Dafür ist halt billig, ja. Die Tauben sind aber echt heftig hier. Das
Also mit den Mönchen finde ich immer cool. Wie gesagt, wenig religiös und so, aber die bringen ja so eine Ruhe rein irgendwie. Das ist einfach ein schönes Flair, wenn die hier rumrennen mit ihrem orangen Kitteln oder was sie da anhaben. Also hier kann man irgendwie in den Tempel rein, aber ich weiß nicht, ob man da jetzt ein Ticket zahlen muss. Das mache ich heute auf jeden Fall nicht. Ja, jetzt hat mich hier gerade der Guard wieder weggeschickt. Die haben jetzt zugemacht. Und ich soll morgen nochmal kommen. 8 Uhr machen die auf, aber die wollen 10 Euro Eintritt, 10 Dollar. Hallo? Also ich glaube, das spare ich mir. Habe ich gerade so ein paar Schüler da gefragt, wie alt waren die? 14 oder so. Kein Wort Englisch, konnten nix. Also muss ich, weil ich wollte wissen, was das jetzt hier ist. Und das habe ich selber geguckt. Der Royal Palace ist das übrigens. Ja. Aber das hat mich jetzt gewundert. Also normal sprechen die schon Englisch. Gerade wie, hallo, wir sind hier in der Hauptstadt. Merkwürdig. Das hat mir gestern eine erklärt. Wenn du hier in die öffentliche Schule gehst, musst du nichts zahlen. Lernst dafür aber auch nicht so gut. Ja, also auch, da ist auch kein Englisch dabei. Du musst in eine Privatschule gehen, um da Englisch zu lernen. Weil hier rennen halt oft, also es war auf jeden Fall in den anderen Städten so, die kleinen Kinder rum und betteln halt abends, ja. Dann sagen sie immer, hier, Money für Geld, für die Schule. Ist natürlich Bullshit meistens, weil die Eltern, die schicken die Kinder da abends um 1 Uhr nachts noch los, um zu betteln, damit die zocken können und so, ja. Also, ist schon schade hier. Jetzt habe ich gerade den Guard hier gefragt, was das hier ist. Ich finde es nämlich jetzt auf Anhieb nicht im Internet. Aber da darf man nicht rein. Der hat zwar jetzt sehr schlecht Englisch gesprochen, aber der hat irgendwie gemeint, wenn der König stirbt, kommen die da rein und werden verbrannt oder irgendwie sowas. Und da darf keiner rein. Das ist voll großer Garten so. Da darf keiner rein. Schade. Gut. Ein bisschen Rasenmähen wird auch mal wieder gut tun, ne? Oh mein Gott, man muss ja auch nicht alles sehen. Aber so viel zum Thema Essen gehen. Ich habe mich jetzt wieder komplett verirrt und hier ist gar nichts. Hier ist nur irgendwie Wahrzeichen. Jetzt muss ich mal irgendwie vorlaufen und gucken, dass ich da was finde. Für Exempel habe ich hier einen Massagesalon gefunden. Die sind natürlich teurer, aber wahrscheinlich seriöser. Boah, kann man das überhaupt sehen hier? Also es geht irgendwie, ich mache immer Ölmassage. Die kostet hier, Alter, 20 Dollar. Also das ist halt, nee. Hallo? Irre. Ich scheine hier auf jeden Fall in wieder so einer touristischen Area gelandet zu sein. Das ist zwar das Zentrum, wo mein Hotel ist, aber die Preise sind hier schon wieder ordentlich. Alter. Die spinnen. Guck mal hier. 8 Dollar, 7,50 Dollar. Und das sind alles so ganz kleine Portionen. Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Hallo! I know! Das muss ja krass sein, auch der Typ da hat mich jetzt hier gewarnt. Also ich. Es muss echt heftig sein in der Stadt. Wir machen hier irgendwas mit Eiern und so. Aha. Alles frittiert. Egg Chicken, okay. You be careful your phone. Thank you so much, yeah. A lot of people say this, yeah. It's so dangerous? Is this so dangerous here? It's dangerous? Huh? It's dangerous here, dangerous. Rope, telephone. You understand? Rope. Dangerous, city. Okay. Ja, ja, okay, thank you. Ja. Auch wieder kein Englisch. Ich kapiere nicht, was ich will. Ich spreche ja mit denen schon wie mit Baby, ja, so Baby-Englisch. Du, du, du. Ja, ich muss aufpassen auf jeden Fall hier. Ja. Also wie viele Leute mir das jetzt schon gesagt haben, unglaublich. Ja, ist auch geil. Das ist der. Hello. No, finish. On the street. So geil. Einfach hier so Friseursalon. How much is one cut? $3. $3? Yeah. Oh, okay. After you. Da habe ich überredet, dass ich doch mal mir Haare schneiden lasse. Obwohl ich eigentlich, ich weiß nicht, ob es nötig ist, ich war ja erst, aber
$3 und ich finde es ab Jendes geil hier. Einfach so auf der Straße. Das ist ja. Irgendwo bei YouTube habe ich das gesehen. Ich glaube beim Kurt. In Venezuela war der, glaube ich. Irgendwie so ein ähnliches Flair hat es jetzt hier. Den habe ich ja auch zufällig getroffen, den Kurt Kass. Ne? In Medellin, in Kolumbien, das war auch so ein Zufall. Gibt es bei mir im Instagram, gibt es da ein Bild von uns zweien. Da bin ich einfach so durch die Straße gelaufen, mit einem Kumpel, auch aus Deutschland. Und dann sage ich zu meinem Kumpel, hey, guck mal, den kenne ich doch da vorne. Den habe ich von hinten gesehen, ja. Und dann bin ich so hin und dann, ey, du bist doch der Kurt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also wie klein ist die Welt, dass ich dann da so einen YouTube-Weltstar sehe, ja. War geil, netter Dude. Und im Nachhinein habe ich erst herausgefunden, dass der ja auch Deutsch sprechen kann ein bisschen, ja. Lustig. Wenn man jetzt hier mal so eine frittierte Banane sagt. One moment, please. 1000, ja? Thank you. Thank you. Bye bye. Frittierte Banane. Mal gucken. Moment. Reines Fett. Egal. Ich bin jetzt zu einem anderen gegangen. Der kostet nur $2. Okay, mein Freund. Oh, real money, ja? Yeah? You're a rich man? Yeah. From Germany. I make advertising for you now, okay? Yeah. We have soon very much customers. Naja, mit meinen wenigen Abo-Anzahlen wird es erstmal nichts. Habe ich auch noch nicht gebracht beim Friseur, irgendwie was essen. Mitten auf der Straße. But what are you doing? What for a cut? Here, 2 mm? Yeah, okay. 2 mm, ja? Yeah? And here, line? Okay. Okay, but professional? You are professional? Yeah. Okay. The other guy told me he is professional. It's dangerous here. Yeah. Dangerous city. Careful with my camera. Do you understand? Yeah. No? Okay. Yeah. Aber ich spreche kein Englisch. Egal. Wer mein Video da von der Pub Street gesehen hat, hat ja gesehen, dass ja auch ein Siam Reap beim Friseur war. Der hat ja $4 verlangt. War natürlich im Friseur so lang und jetzt hocke ich hier mitten in der Straße rum. Aber sowas finde ich viel geiler, weil das ist halt, das ist local. Das ist richtig local. Original. Und ich hoffe mal, er hat eine Ahnung, was er macht, weil der in Laos hat mir ja 2 Linien reingemacht. Mal sehen, was er macht. Macht er mir noch ein bisschen Gel rein. For me? Ja, perfekt. Ich schwitze aber so, hey, weil das. Aber hier ist nicht so warm irgendwie, finde ich. In der Stadt. Vielleicht nur heute so. Aber ich schwitze trotzdem. Na gut, das mag ich jetzt nicht da mit dem Kamera. Eine rechte deutsche Frisur wieder, ja? Ja, keine Ahnung, wie das jetzt aussieht, aber $2, ich habe mir jetzt ein bisschen mehr gegeben, 2,50 oder fast $3, weil der hat mir noch ein Bad gemacht sogar, hier alles komplett, also so günstig hatte ich es glaube ich noch nirgendwo. Das ist ja wie im Osten hier, wenn es Bananen gab, was gibt es hier? Oh mein Gott. Lauter so Chickenfüße und so. Ey, da könnt ihr mich so jagen, gell? Das ist so wie eine Foltermethode für mich, wenn ich sowas essen müsste. Aber hier gibt es auch wieder alles Mögliche. Das ist ein kleiner Markt. Es sieht ja aus wie in Kolumbien hier, wie in Medellin, im El Centro. Irgendwie. Da bin ich ja fast zu Hause. Also ich bin echt verwundert. Hier spricht kein Englisch. Also ich verstehe es nicht. Das war es hier am Reh. Bruder war es so mehr touristisch, aber das ist doch die Hauptstadt hier. Was ist denn los? Die wissen, die können gar nicht. Die Bettler wieder. Die muss man einfach ignorieren, weil das ist so alt. Jeder will Geld hier von einem. Ja, hier zum Thema Fleisch. Kühlschrank kennt die hier nicht. Ei, 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 ei.
Okay. Da fehlen mir jetzt gerade die Worte. Es gern Chicken, jetzt weiß ich halt, wo es herkommt. Naja, ist ja auch ein Grund, das Fleisch zu reduzieren. Das mache ich ja schon. Ist öfters mal ohne Fleisch. Ist schon heftig hier. Eieiei. Erinnere ich mich noch an den Philippinen vor, ach, was weiß ich, wann ich da war, 10 Jahre oder so. Da war ich auch mit dem Kumpel im Markt. Und da war ein so ein Fleischstück und da waren alles komplett schwarz. Und dann ist man da hin und da sind alle Fliegen weggeflogen und dann hat man erst das Fleisch gesehen. Ja, und das essen die dann, ne? Und ich habe das auch gegessen damals. Weil ich habe das damals erst so richtig gelernt, dass man halt in den Ländern das essen kann. Da bin ich ja schon aus der Wohlfühlblase rausgekommen. Weil die Leute leben ja auch, ja, die sterben ja nicht daran. Weil das wird eh tot gebraten alles. Ich meine, es ist irgendwie eklig für uns Europäer, ja, weil wir machen alles im Kühlschrank, aber es geht trotzdem, ja. Aber alles muss ich jetzt auch nicht essen, bin ich ehrlich. Oh Mann. So viel zum Thema Müll hier. Wo auch immer die den hinbringen. Also ich bin jetzt komplett, wer weiß, mein Spruch ist ja lost in the world. Ich bin jetzt komplett lost in Phnom Penh. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Scheint so eine Art Klinik zu sein oder Krankenhaus, da liegt ein Patient, will ich jetzt aber jetzt nicht genau filmen. Ja. Wer mal krank ist, weiß, wo er dann landet, ne? Irgend so eine Gaststätte oder Bar, mal gucken, was die hier haben. Ich wollte ja eigentlich was essen, ne? Hey. Hey, ich bin raus. Das sind schon wieder richtig westliche Preise. Gut, das war ja auch klar bei so einem Ambiente da. Eigentlich suche ich was Lokales, aber irgendwie bin ich hier irgendwie im westlichen Bereich gelandet. Keine Ahnung. What is this? What is this? Hat er mir jetzt gerade die Hand gedrückt? Ah, Reis. Ist es Reis? Wow. Schmeckt aber voll lecker. Guter Snack. Ich habe nach 1000 Jahren gefühlt endlich mal ein Restaurant gefunden. Ich bin wahrscheinlich auch schon betriebsblind, du siehst das gar nicht mehr. Aber das hat mir auch einer erzählt hier und das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Die sind ein bisschen unfreundlicher hier. Also die lachen nicht oder so. Also ich gehe immer zu den Leuten hin, hallo, wie geht's, hätte gern das, ja und so weiter. Und die lachen einen nicht an. Irgendwie merkwürdig hier. Jetzt ist mein Fried Rice gekommen mit Shrimps, wo ich bestellt habe. Jetzt haben die auch Tintenfisch reingemacht. Naja, habe ich ja in der Vergangenheit schon mal gegessen. Irgendwann muss ich mich ja auch dran gewöhnen. Die Länder sind halt Seafood-Länder und irgendwann, ja, Step by Step halt, ne? Poco a poco. Das sieht auch ganz cool aus, was die spielen. Sakibal. Ja, professional, ha? Oh, sorry. Oh, you're playing here? Oh mein Gott, sorry. Ich stehe da voll im Weg, weil ich das auch drum herum filme. Die spielen da überall. Everywhere you play, ja? Kennt ihr das, wenn er vom Friseur kommt, dann juckt alles überall. Erstmal, eigentlich müsste man sich jetzt duschen, ja? Hallo! Leider wieder zu spät die Kamera, naja. Auf jeden Fall, ja, duschen und so. Oh, da, die Boote, geil. Hallo, how are you? I'm fine, thank you, and you? Good. Yeah, you want a Sunset Cruise on a Mekong River? What I want? Sunset cruise, 1 hour. What is this? It's sunset? The, yeah, it is the Tonle Sap River, down to see the Mekong River. Ah. Then when the boat right there, you can see the sunset from this side.
And in front of palace is the three river, like joint river between like Tonle Sap, Basak, Mekong River. Well, how much is this? So 1% for the last 313. Maybe next time, but today no. It's my first day here. Okay, you know? You need the boat. Yeah. You do that. My contact ticket. Yeah. You just come today. I show you the boat. Just follow me. You can show me the boat. Okay. 3 Stunden später. Okay. So Mekong, they have two. One Mekong up, mean from Laos, China, Laos, Cambodia, and Mekong from Mekong down from Cambodia to Vietnam. So that is my boat company. The green one. Yeah, the green one. Okay. Order. Ja, wir haben natürlich jetzt wieder das Sunset Tour da. Verkauft. Genau, ich höre den gar nicht mehr so zu. Weil ich genau weiß, die wollen mir irgendeinen Scheiß verkaufen. Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. So, ja, hier wieder so typischer Markt halt, Klamotten und. Kann ich halt eigentlich auch nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Aber das ist halt so normal einfach hier, ja. Oh, da gibt's Eis. Ich hab Bock jetzt auf Eis. Hello, how are you? Ist das Coconut Ice Cream? Coconut, ja? This one? Yeah. And what is the other one, normal? Coconut. All coconut? Everything? Yeah. Coconut ice cream. And this. This one? Yeah. And Yeah, then I don't... How big? It's big, yeah? Big. And this are 4 scoops. 4? Okay, yeah. Ah ja, hier. Man muss auch manchmal lesen, was da steht, aber... Okay. Bin nicht so multitaskingfähig. Ja, dann... then... I try. Yeah. Okay. Why not? Ja, ich bin so überfordert. Ich muss halt aufnehmen, mit denen quatschen, gleichzeitig lesen und dann kriegt man halt nicht so viel Information manchmal mit. Okay. How much? 6000. 6000, ja. Oh, careful. Okay, sieht auch nicht so schlecht aus. Jetzt sitze ich da und esse da mein Kokosnuss-Eis. Ja. Ganz gut. Das waren 6000 Riel für die Riesenportion. Das sind jetzt, keine Ahnung, 1,50, 2 Euro oder Dollar. Was zahlt man in Deutschland? Schon über 1 Euro die Kugel, oder? Ist ja auch cool hier. Die alle hier sitzen und picknicken. Das war es jetzt erstmal für heute. Morgen und übermorgen etc. sind auch noch Tage. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, teilen, kommentieren, abonnieren und so weiter. Vielen Dank. Ciao, ciao.